Moin zu einer neuen Runde State of Survival mit eurem Lieblingsaffen. Heute gucken wir uns an, was kommt eigentlich nach Weltevent 9 bzw. dem Namen nach dem Pilzaufstand. Der Pilzaufstand ist ein Weltevent, das wir von früher schon kennen. Es ist ein bisschen abgewandelt, es ist ein bisschen erweitert worden. Aber im Grunde genommen ist es ähnlich wie alle anderen. Wir haben die typischen Events wie Edgerton Heist, Reservoir Raid, die Allianz-Herausforderung in manchen Wochen, die Schatzsuche täglich, Intel täglich, die Fanatiker täglich und dann haben wir noch Überleben der Besten oder Start gegen Start, Vorbereitung als auch Kriegsphase. Das ist aktuell der Pilzaufstand. Pilzaufstand hat auch die Ruhmesrangliste, wo es natürlich mittlerweile auch die Erweiterung gibt mit der Horde. Es gibt natürlich den Laden, der sich auch beim Ruhm ein bisschen verändert hat, denn wir können Sets über das Weltevent bekommen. Das ist erstmal Weltevent 9, aber es kommt Weltevent 10 und dort gibt es ganz massive Änderungen, was an Events da reinzählt. Das zeige ich euch jetzt. Nun, wir sind auf dem PTR, wie ihr wisst, alles was auf dem PTR ist, kann sich ändern, aber das ist Weltevent 10. Weltevent 10 heißt im Englischen Twisted Evolution, aber ihr kennt das Thema mit dem PTR, das Sprachpaket da ist eine Katastrophe, ihr würdet nur irgendwelche lustigen Unterstriche sehen. Allerdings, hier kommt schon das erste, was ihr direkt seht, Plague Zone, also Seuchenzone wird wieder ein Ding bei Weltevent 10, wird es Teil des Ganzen. Dazu seht ihr die üblichen Verdächtigen, Allianz-Herausforderungen, Staat gegen Staat, die Schatzsuche wird wieder Teil des Ganzen, die Infizierten werden Teil des Ganzen, also Intel Post, als auch die Rallies. Die Influencer-Falle wird Teil des Ganzen wieder sein, was auch nicht überraschend ist. Jetzt aber hier die zwei Sachen, die wirklich neu sind, das ist die Escort-Mission kommt dazu, als auch Annihilation Awaits, also Ungeheuer erwacht, wird Teil des Ganzen. Die Anforderungen hier sind allerdings nicht so hoch. Ihr müsst bei der Escort Mission 3 Attacken machen. Allerdings bedenkt, das Ganze ist ein Allianz-Event und ihr könnt nur zweimal das Ganze pro Woche starten. Und es ist auch ein wöchentliches Event, im Gegensatz zum Beispiel zu Intel Post oder den infizierten Fanatiker-Rallys oder der Schatzsuche. Die Plug-Zone, also die Seuchenzone ist auch ein wöchentliches Event, das so als Info Annihilation awaits. Jetzt müsst ihr dort nur einen gewissen Schaden machen, den ihr in Rallies auch schaffen solltet. Ansonsten bleibt alles gleich. Hier zeigt sich das ein bisschen anders. Es sieht ein bisschen anders aus, aber wie ihr seht, die Statistiken bleiben gleich. Die Effekte bleiben die gleichen. Das seht ihr hier auch in der Übersicht. Ihr habt wieder die Hauptstadtschlacht Boni, ihr habt die Truppenboni, sei es Gesundheit bzw. Zustand, Angriff und Co. Da bleibt alles gleich. Die Materialien ändern sich nur wieder ein bisschen, es sieht ein bisschen anders aus. Und der Store bietet auch wieder einige Sachen. Ihr kämpft wieder um Glory in dem Ranking, also da ändert sich auch nichts. Und auch hier könnt ihr wieder Sets zusammenstellen, die dann wieder einen ganzen Bonus dazugeben. Das ist Weltevent 10, das nach Weltevent 9 kommt, also nach dem Pilzaufstand, kommt die verdrehte Evolution. Das soweit von mir. Viel Spaß dabei.